Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Gestern kam mir die große Bombe mit SM Square und die Kommentare von euch sind da relativ deutlich. Die Enttäuschung ist irgendwie bei jedem da. Ich weiß einfach nicht, ob aus dieser Scheißsituation, die für uns wirklich passionierten COD-Spieler ja nun mal so ist, ob da noch irgendwas Gutes draus kommt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass man seitens Activision das Wissen und die Hingabe und das Talent von diesen Entwicklern einfach vielleicht zukünftig nutzt, damit alle irgendwie davon profitieren. Aber Activision ist wirklich ein super schlimmes Unternehmen geworden. Nichtsdestotrotz geht es weiter und vor allem geht es weiter mit Betrug und sonstigen. Und deswegen habe ich hier einen Clip für euch und dann kommen wir auf das Thema. Guckt ihn euch mal an. Zusammen gucken wir mal die Bundles. Ich will mal wissen, wie viele Rabatt. Sie hat gar keinen Rabatt. Bei mir sind die oberen 4 Rabatt. Im Ernst? Ja. Wie mit dem Damaskus. Chat, der eine zahlt mehr, der andere weniger. Ha! Nee, das ist eins also, unten drunter. Die Damaskus also Forge 2. Ich hab 20% bei Exotisch. Ich hab 29%, 30, 31 und 33%. Was kostet 20, dieses Bundle 20, bei 16. dir, Lukas? Was kostet dieses Bundle bei dir? 1100. Forge, warte kurz, Forge. 1300. Was das kostet Edge Flash, das daneben? 1200 hier. 800. 1000, genau. Chat, das ist die neueste Masche von Activision und keinem ist es bisher aufgefallen. Bei jedem Account von euch sind die Preise für die Bundles unterschiedlich. Das, Leute, ist der Praxistest gestern aus dem Livestream gewesen. Und ich habe mit den Zuschauern, mit denen ich gestern zusammengespielt habe und für eine liebe Zuschauerin ihre Raketenwerfer auf Gold mache, weil sie hat gefragt und sie struggelt da ein bisschen. Und sowas macht mir Spaß, mir ist das Game dann egal, das ist dann einfach für die Community. Und da habe ich schon im Hinterkopf gehabt, dass heute dieses Video kommen wird. Und ich habe es euch gestern ja schon einmal dargelegt, dass da was kommen wird. Und so wie das aussieht und ihr habt es da gesehen und ich habe hier auch die Screenshots für euch von Amerikanern, die das rausgefunden haben. Das heißt, ich bin nicht der Erste, der es irgendwie gesehen oder bemerkt hat. Ich bin nur gefühlt der Erste, der darüber öffentlich einmal berichtet. So wie es aussieht, ist es abhängig von eurem Skill, von eurer Spielzeit, von euren verfügbaren COD-Points und irgendwelchen Parametern, die ich nicht kenne, dass ihr für Bundles im Shop mehr oder weniger Rabatt bekommt oder gar nicht zahlt. Und damit wir das in Relation setzen, was das bedeutet, wenn ihr jemand seid, der einfach viele COD-Points angesammelt hat, weil er seit vielen Jahren nichts kauft oder sich irgendwann mal viele gekauft hat für einen Bundle und zu viel hat oder so, dann ist es aktuell so, dass ihr auf Bundles, wenn ihr Neues kaufen wollt, kein oder nur einen geringen Rabatt bekommt. Während andere, die sich eher weniger kaufen oder weniger COD-Points haben oder weniger Spielzeit haben, mehr Rabatt bekommt. Leute, ich will jetzt nicht sagen, dass das Diskriminierung ist, aber das ist die Grenze von dessen, was irgendjemand von uns akzeptieren sollte. Es kann doch nicht sein, dass solche Sachen, die zum Kaufen sind, für Menschen unterschiedlich teuer oder günstig sind. Stellt euch mal vor, ihr geht in den Supermarkt, vor euch steht ein Chinese, ihr seid ein Europäer und hinter euch ist ein Amerikaner. Oder vor euch ist eine Frau, hinter euch ist ein Mann und ihr habt ein Kind dabei. Und abhängig davon, welche Nationalität ihr habt oder wie ihr aussieht oder welche Sprache ihr sprecht oder ob ihr ein Kind habt oder nicht, zahlt ihr für ein und dasselbe Produkt im ein und dem gleichen Supermarkt einen unterschiedlichen Preis. Stellt euch vor, ihr geht zum Autohändler und ihr zahlt für euren neuen Mercedes 80.000 Euro und hinter euch kommt einer, der kauft genau das gleiche Auto mit genau der gleichen Ausstattung und der trägt halt eine Brille und deswegen zahlt er nur 70.000 Euro dafür. Und genau das ist das, was hier gerade bei Activision los ist. Und ich kann mir nicht erklären, dass irgendwelche anderen Parameter dafür verantwortlich sind, außer, dass es einen Algorithmus gibt, der anhand eurer COD-Points, eures Skills, eurer KD vielleicht, eurer Spielzeit, eurem Online-Verhalten entscheidet,
wie viel Geld ihr ausgebt und wie viel Geld ihr nicht ausgeben müsst. Und es tut mir leid, Leute, ja, ich bin einer der größten Kritiker von Activision und ich weiß, dass einige es auch schon gar nicht mehr hören wollen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, keiner muss meinen Kanal abonnieren, niemand muss sich das anhören. Das, was ihr an Videos von mir bekommt, bekommt ihr kostenlos. Das heißt, keiner von euch ist gezwungen, keiner von euch muss dafür ein Abo abschließen. Jeder, der sagt, ich will davon nichts hören, alles in Ordnung, guckt euch irgendwelche Meta-Gun-Videos an, das ist alles eure Sache. Ich mache meinen Content, weil ich das für richtig finde. Und ich bin wirklich sehr kritisch. Aber das hier ist die Grenze von dem, was irgendeiner akzeptieren sollte. Und da kann es auch keine Verteidigung geben und auch kein, ja, das ist halt so. Es kann und darf nicht sein, dass für etwas, was der gleiche Inhalt für jeden Spieler ist, ein Bundle ist immer für jeden Spieler dasselbe. Das Bundle besteht immer aus denselben Sachen, dass das unterschiedliche Preise hat. Und wenn es wenigstens nur so wäre, dass nur immer ein oder anderer Account unterschiedliche Preise hätte und man würde sagen, naja, wer einen Battle Pass hat, spart 20% pro Bundle und wer keinen Battle Pass hat, der spart halt nichts. Damit könnte ich leben. Es wäre seitens Activision ein Anreiz, euch noch mehr Kohle aus der Tasche zu ziehen für Leute, die Bundles kaufen, aus welchen Gründen auch immer, damit die dann sagen, ja okay, den Battle Pass kaufe ich mir, weil ich kaufe mir sowieso 4 Bundles dieses Jahr, das lohnt sich dann. Aber wir haben 3, 4, 5, 6 verschiedene Preise auf verschiedenen Accounts. Die Amis, die das rausgefunden haben auf Twitter, hatten mir die Screenshots geschickt, die ihr jetzt eben gesehen habt. Ich habe es gestern im Livestream gecrosscheckt sozusagen mit meinen Zuschauern. Jeder von uns hatte verschiedene Preise und verschiedene Rabatte auf diversen Bundles. Das Einzige, wo das, habe ich gedacht, oder wo es wirklich so wohl ist, wo es nicht geändert ist, ist bei diesen 30-Euro-Bundles, die es mittlerweile gibt. Aber selbst bei diesem Greed-Bundle, was 2400 COD-Points kostet, haben wir verschiedene Preise von 1700 bis 1900 bis 2000 COD-Points bis 2400 COD-Points. Wenn irgendeiner von euch eine Ahnung hat, was die Erklärung dafür sein soll, dann nehme ich diese Erklärung sehr gerne. Ich kann euch nur sagen, das ist absolut mit wirklich kompletter Überzeugung der größte Scam, den ich seitens dieser Wichser-Firma jemals gesehen habe. Und jeder von euch, der das mit den Ingame-Käufen und Battle Pass-Käufen unterstützt, unterstützt in dem Fall auch dieses System. Und ihr solltet euch bedenken, dass es durchaus sein kann, dass ihr der Trottel seid, der immer einen vollen Preis fürs Bundle bezahlt und euer Kumpel, der vielleicht 2 Stunden weniger pro Woche spielt, immer nur 30 oder 20 oder 10% weniger. Es ist absolut eine Frechheit. Ich habe das an den Activision Support gestern geschrieben, bei Twitter. Der Activision Support hat mir dann geantwortet, dass sie für sowas nicht zuständig sind und nicht wissen, was es ist. Dann habe ich an die Activision Support E-Mail geschrieben. Ich erwarte nicht, dass ich da irgendeine Antwort drauf bekomme. Da wird nur irgendwas passieren, wenn die Größten mit der meisten Reichweite darüber berichten. Und selbst dann traue ich mir das nicht mal wirklich zu. Ich habe es Exclusive Ace geschrieben. Der hatte mir nur geantwortet, er hat es gestern auch mitbekommen und weiß auch noch nicht, was das ist. Ich kann euch nur bitten, Leute, teilt das mit euren Freunden. Teilt das auf Twitter, schreibt das. Ist mir eigentlich egal, wie ihr das macht. Ihr braucht nicht mal das Video teilen. Ihr könnt auch einfach den Leuten das erzählen. Ich bin der Meinung, das ist ein Punkt, wo jeder darüber Bescheid wissen sollte. Das ist einfach Betrug. Es ist nichts anderes als absoluter Betrug und Verarsche am Spieler. Ein Algorithmus für das Spielverhalten, SBMM oder Engagement Optimized Matchmaking mittlerweile. Damit kann ich irgendwie noch leben, weil ich weiß, es wird nicht weggehen und ich kann es akzeptieren oder nicht. Aber wenn ein und dieselbe Leistung anders bepreist wird, abhängig davon, ob ich viel oder wenig COD-Points habe oder ob ich gut oder schlecht als Spieler bin, ganz ehrlich, wo ist die Grenze? Und wann hört es auf? Also wann hört es auf? Wann hört diese Firma auf, jeden Spieler als Zahl zu betrachten, der möglichst viel ausgeweidet wird, bis dann irgendwann nur noch ein Kadaver übrig ist und dann richtet er sich an die nächsten Spieler. Bodenlos. Absolut bodenlos.